Es würde nämlich schon funktionieren, wenn ich mich einigermaßen hier ein bisschen konzentrieren könnte oder würde. Yeah, das war der Drift des Tages. Oh shit. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Und zwar wieder mal Assetto Corsa. Ich habe mich mal wieder hinter das Lenkrad geschwungen. Und ich muss einfach sagen, ich habe mich verliebt. Ich habe mich echt verliebt. Es ist vor kurzem das dritte, glaube ich, DLC rausgekommen. Und da war dieses kleine Schmuckstück hier. Seht schon, den Ford Escort MK1 war mit dabei. Und ich muss einfach sagen, das Teil ist einfach nur der Hammer. Es ist einfach nur verdammt nochmal den Hammer. Guckt euch das Teil an. Ich fahre mal ein Stückchen nach vorne. Hört ihr das? Hört ihr, wie hoch man das Ding drehen kann? Oh mein Gott. Hier. Ein Stückchen nach vorne fahren. Guckt euch dieses Teil mal an. Yeah, wie geil ist das denn? Natürlich Heckantrieb. Und ich würde sagen, wir drehen einfach mal eine kleine Runde auf dem Nürburgring. Und ja, die Strecke ist auf alt eingestellt. Die Pneus sind Slicks aus den 70ern natürlich, wie der Wagen. Und ich würde sagen, wir wechseln mal in die geile Innenansicht. Das Lenkrad ist natürlich 1:1 und ja, also 1:1 mit meinem hier natürlich, meine ich. Und ich würde sagen, legen wir mal los, ne? Heute schon. Das Ding ist extrem driftig. Ich habe irgendwie den blöden Rückspiegel. So, alright. Und ihr seht schon, das Ding hat Power, sage ich. Power! Hier, gucken wir mal. Hier ein bisschen rumschleifen und rumrutschen können. So. Ich werde jetzt natürlich auch wieder ein bisschen weniger reden. Damit ihr was von dem Sound des Wagens habt. Ich würde sagen, legen wir mal los, gucken wir mal. Die Räder sind jetzt natürlich noch kalt. Aber das interessiert uns jetzt mal nicht. Wir rasen hier jetzt einfach mal runter. Und das Feeling von dem Wagen ist echt, ich muss echt sagen, es ist der Hammer. Das Gefühl, man spürt richtig, wie der zu rutschen beginnt. Und es ist wirklich einfach nur, bis jetzt für mich, einer der geilsten Wagen in Assetto Corsa. Ich finde es auch geil, dass man ihn so extrem hoch drehen kann. Fahrhilfen natürlich alle ausgeschaltet. Ja, jagen wir das Ding mal über die Strecke. Oh. Wisst ihr, was ich meine? Ich liebe das Teil. Macht einfach nur extrem Spaß. Oh, 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 oh. Rechts unten seht ihr natürlich wie immer die Pedale und die Geschwindigkeit und die Gangschaltung. Links die Namen der Strecke und ja, das Replay. Wie immer natürlich, gebt mir mal einen Daumen hoch, wenn euch das Ganze gefällt. Mir macht das Spiel wieder extrem Spaß jetzt mit diesem Wagen. Was sonst noch dabei ist, weiß ich gar nicht. Nur ein Lamborghini Aventador, glaube ich, war noch dabei. Oh shit, das war zu viel. Nee. Lamborghini Gallardo, glaube ich. Scheiß auf Lamborghini, wenn man so ein geiles Teil hier fahren kann. Ich mag ja sowieso die alten Krankenwagen, wenn man so sagen kann, sowieso einiges geiler als da die neuen super hochgezüchteten Supersportwagen. Schade. Geile Kurve wäre das gewesen. Ja. So.
Hoppala, oh shit. Ja, wie gesagt, ich mag eigentlich solche Wagen hier am einiges lieber als die Supersportler oder die richtigen. Oh shit, oh shit. Ah, nee, jetzt habe ich ihn geschrottet, Leute. Fuck. Okay, egal, weiter geht's. Ich mag diese Wagen, die einfach nur noch ein bisschen crazy sind, wo die Räder mal durchdrehen. Und ja, man noch merkt, dass man in einem Wagen sitzt und nicht in irgendwie, weiß nicht, in einem Zug. Und auch die Wagen, die mehr an Straßenwagen rankommen als an die Supersportler. Irgendwie. Oh shit. Das war ein bisschen zu schnell. Und natürlich kommt es wie immer hier nicht auf die, oh mein Gott, auf die Rundenzeit an, sondern den Spaß hier ein bisschen, oh mein Gott, ein bisschen quer zu kommen. Und natürlich, oh, das war wieder zu schnell. Verdammt, was ist nur los? Was ist nur los? Wie gesagt, es ist jetzt hier meine zweite Runde mit dem Wagen auf der Strecke. Und ich habe mir gedacht, ich muss euch das einfach mal zeigen. Oh, komm schon, Baby. Yeah. Ich finde es extrem geil, wenn man die Wagen so hoch drehen kann. Dass man das Gefühl hat, irgendwie der Motor fliegt mir ins Gesicht. Hier voll in die Eisen natürlich, ohne ABS. Aber es gab es in den 70er noch nicht. Glaube ich. Keine Ahnung. Ja. Der Durchholzen. Der Wagen ist halt nicht der allerschnellste. Aber, was soll ich sagen, dafür umso geiler in den Kurven. Habe auch nichts an den Einstellungen geändert. Einfach original, so wie er ist. So, komm, Baby. Hier, durch das Klostertal hier im... Shit, viel zu schnell, viel zu schnell. Oh mein Gott. Die Arschlochkurve. Hasst das Teil wirklich von tiefstem Herzen. Shit, Leute, seht ihr das? Seht ihr, warum ich das Teil hasse? Oh mein Gott, wie schlecht. Ja, ich denke, da fahre ich einfach noch eine zweite Runde. Und die wird dann um einiges besser. Hoffe ich zumindest. Shit, shit, shit. Mein Gott, was mache ich denn? Die erste Runde vorhin habe ich mich nicht so blöd angestellt. Hört ihr, wie das Ding schreit, man? So geil. Oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. Ah.
Komm schon. Shit. Was ich auch geil finde an dem Wagen, dass er keinen Turbo hat, ne? Ich finde ja eigentlich, sonst, wenn ich am Driften bin, Driften meine ich, habe ich immer diese... Verdammt, ich habe hier einen verdammten Kampf hier mit diesem Wagen. Oh shit. Was wollte ich sagen? Ja, wenn ich mit normalerweise drifte, habe ich ja diese Hondas oder Toyotas oder Nissans oder was auch immer. Und die sind ja alle einem extrem Turbo-Bums irgendwie, ja, zuerst kommt nichts und wenn dann der Turbo kommt, dann ist fertig lustig. Und irgendwie hier ist das viel weicher, man hat ein viel, oh, das war zu schnell, das war viel zu schnell, verdammt, 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 verdammt. Oh. Aber hier hat man irgendwie viel mehr das Gefühl für den Wagen und für den Motor. Es ist ein bisschen ausgeglichener irgendwie. Schwierig zu erklären. Also ich würde wirklich jeden, der auf solche Fahrzeuge steht hier, würde ich das Teil empfehlen. Der natürlich auch Assetto Corsa besitzt. Oh shit. Oh, Leute. Guckt euch die Scheiße an hier. Oh, fuck. Hier. Yeah. Okay, bis jetzt noch kein Totalschaden. Wir sind wieder auf der Döttinger Höhe. Es sind ja nur ein paar kleine Kratzer, würde ich mal sagen. Und ja. Gebt mir mal einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Oder wenn ihr es scheiße findet, dann gebt mir einfach einen Daumen nach oben. Oh mein Gott. So, zurück hier in die Boxengasse. Oh, oh. Was ist, Leute? Der Psychopath ist hier. Ja, fahren wir gleich wieder raus und nehmen die zweite Runde. So, los geht's. Jetzt müsst ihr gucken, Leute, jetzt gibt's die perfekte Runde. Die perfekten Drifts und die perfekte Zeit. So, und wir sind hier. Oh mein Gott. Komm, komm schon, 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 komm schon. Oh shit. Krass viel bremst. Verbremst meine ich natürlich. War ja in echt auch ein Ford, aber shit. Okay, dann konnten wir... Nee, oh, ah, wieder ein Lackschaden. Fahr! Ja, was wollte ich sagen? Ich fahre im echten Leben auch ein Ford. Mondeo. Fast dasselbe wie das Teil hier. Ich denke, wenn wir hier in der Schweiz... Die es noch nicht wissen, ich komme ja aus der Schweiz. Aber ich denke, das habt ihr schon lange mal gehört. In meinem komischen Deutsch. Und für die, die schon länger dabei sind, ihr kennt mein komisches Deutsch bereits. Aber ich lasse mich davon nicht abbringen. Dafür verstehen mich die Leute auch einigermaßen. Weil wenn ich Schweizerdeutsch rede, dann ist das für die meisten ziemlich schwierig, das zu verstehen. Und ja... Aber eigentlich zum Thema, was ich sagen wollte. Ja, ich fahre auch ein Ford hier in der Schweiz. Und wenn ich so ein Ding hier haben wollte oder würde, dass wir hier gerade auf die Strecke, auf der Strecke durchprügeln. Oh, ich denke, man könnte... Oh mein Gott, verschaltet. Nein, oh mein Gott. Wieder hier. Ah, wieder in der Arenbergkurve, ne? Verdammt. Ja, wie gesagt, wenn ich so ein Auto hier in der Schweiz haben würde, ich denke, man könnte nicht mal
irgendwie den Motor kurz starten oder so, hätten wir schon die Polizei im Hals. Also in der Schweiz verstehen sie ja gar keinen Spaß, was solche Sachen betrifft. Ja, es würde nämlich schon funktionieren, wenn ich mich einigermaßen hier ein bisschen konzentrieren könnte oder würde. Yeah, das war der Drift des Tages. Oh shit. Naja. Aber mein Ford ist auch ganz gut. Er läuft. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich denke mal sogar, mit der Spitzengeschwindigkeit kann meiner mit dem hier mithalten. Aber trotzdem hätte ich den hier lieber als meinen. Ich muss mich einfach mal ein bisschen hier konzentrieren. Ich denke, bei meinem Fahrstil hier ist sowieso jetzt bereits niemand mehr hier. Guckt mir niemand mehr zu, aber interessiert mich ein Scheiß. War jetzt meine... Oh, oh, shit. Ja, okay, das war's jetzt, ne? Shit. Ja, was ich sagen wollte, ich fahre jetzt einfach meine Runde zu Ende. Oh, komm, Baby. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Oh, shit. Ich fahre jetzt hier einfach meine Runde zu Ende. Das wollte ich sagen. So. Alright. Oh, oh. Zwei. Und rein und Vollgas und shit, hat nicht gereicht. Ja, jetzt habe ich ein bisschen. Oh mein Gott, Leute, was? What the fuck? Ja, jetzt wollte ich ein bisschen zu viel. Irgendwie. Ich muss unbedingt nachher im Wagen etwas umstellen, denke ich. Nice. Ja, ja. Ich bin wie immer mit dem Logitech G27 unterwegs. Ich bin eigentlich total zufrieden damit. So, jetzt das Kesselchen, Leute, das müssen wir doch packen jetzt. Richtig geil. Dritten Gang. Rum. Yeah. Oh, oh, oh. Wir haben ihn gekriegt. Hier, wieder viel zu schnell. Nee, das mal besser. Dieses Mal meine ich. Oh, nice. Okay, die Arschlochkurve wieder hier. Die altbekannte. Shit. Ja, immerhin einigermaßen. Ich glaube, ich habe die. Seit ich den Nürburgring fahre, habe ich diese Kurve nicht einmal anständig hingekriegt. Fragt mich nicht wieso. Ist einfach so. Oh shit. Oh, das war viel zu schnell, viel zu schnell, viel zu schnell. Nee, alles gut. Zweiter Gang. Ja, yeah, und noch einigermaßen gerettet. Muss einfach ein bisschen. Oh, shit. Oh, da sind wir kurz abgehoben. Yeah, oh, 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 oh. Ohne Wand, ohne Wand. Nice. Oh mein Gott, dieser Stress hier. Aber genau, das ist das, was das Autofahren geil macht. Wie auch natürlich die Handschaltung. Also ich meine nicht dieser scheiß Hebel hier am... Shit.
ein Lenkrad, sondern einen richtigen Ganghebel, wo man... Ah, was mache ich denn? Verdammt nochmal. Oh mein Gott. Hey, Rückwärtsgang. So, back on track. Ja, ihr merkt schon. Das Teil braucht seine Tour. Oh mein Gott. Dafür... Shit. Dafür kommt es dann so richtig mit Bums. Oh shit, 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 shit. Oh, oh mein Gott. Oh. Hier. Ja, ich muss echt noch ein bisschen üben mit diesem Wagen hier. Aber... Oh shit, das Video muss ja nicht perfekt sein. Muss einfach ein bisschen Spaß machen. Und ich habe meinen Spaß, wie ihr seht. Wenn es lange so weitergeht, beginne ich hier noch zu schwitzen. Das Ganze hin und her. Verdammt nochmal. Ah! Shit! Ja. Shit. Oh mein Gott. Ja, jetzt ist alles komplett außer Kontrolle. Ihr seht. Jetzt geht gar nichts mehr. Oh, shit. Und im Schwalbenschwanz hat es uns gedreht. So, los. Oh, oh. Ja, ich sollte auf die Strecke gucken, wie im echten Leben. So. Okay, jetzt zum Schluss. Oder fast zum Schluss. Konzentriere ich mich noch einmal ein bisschen. Rede ein bisschen weniger Bullshit. So, und wir sind wieder in der Döttinger Höhe. Und haben es gleich geschafft. Nur noch kurz auf dem Parkplatz heizen und dann war's das für heute, Leute. Wie gesagt, gebt mir einen Daumen nach oben oder wenn ihr irgendwelche Verbesserungsmöglichkeiten haben, dann schreibt es mir in die Kommentare oder ja, wenn ich mal irgendeinen anderen Wagen über irgendeine Strecke heizen soll, schreibt es mir in die Kommentare und ja, wenn ihr irgendwie noch geile Modseiten wisst, wo man geile Fahrzeuge downloaden kann oder Strecken oder was auch immer. Dann schreibt es mir. Und ja, ansonsten hier fahren wir wieder rein. Tor aus und das war's. Ihr wisst, wie es läuft. Daumen nach oben, abonnieren drücken und wir sehen uns beim nächsten Video. Nochmal ein großes Dankeschön an euch Leute von mir, dass ihr mich unterstützt, dass ihr meine Videos guckt. Ich hoffe, es bleibt dabei. Und ich hoffe natürlich, es werden immer mehr. Und ja, daher bis zum nächsten Mal und ciao!